Brüder und Schwestern, schon wieder ein Evangelium, das man in- und auswendig kennt. Also nichts Neues, wenn Jesus von der Vergebung spricht. Es ist etwas, wovon wir Christen wissen, dass es zum Nachfolge gehört. Also es ist keine besonders neue Botschaft in diesen Worten, die Jesus spricht. Und das Entscheidende steht heute am Ende des Evangeliums im letzten Satz, und das ist ein Satz, den Jesus seinen Jüngern sagt, also auch dir und mir. Ebenso wird mein himmlischer Vater jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von ganzem Herzen vergibt. Ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Satz geht, aber ich habe so einige Leute in meinem Leben, denen ich noch was zu vergeben habe. Also die irgendwie sich eine Schuld zukommen ließen, mir gegenüber etwas schuldig geblieben sind. Und wenn ich diesen Satz lese, läuft mir manchmal ein kalter Schauer über den Rücken, weil ich kann nicht sagen, dass ich mit ganzem Herzen vergeben habe. Und wenn du auf dein Leben schaust, wirst auch solche unversöhnte Situationen finden, wo nicht du schuldig bist, sondern jemand anderem. Oder wo du etwas zu vergeben hättest. Und diese Situationen betrifft dieses Evangelium. Und es ist ziemlich unangenehm, wenn man das ernst nimmt. Weil Jesus spricht klare Worte. Wenn ihr nicht vergebt, aus ganzem Herzen, dann wird es euch nicht gut gehen. Ganz genau kann man nicht sagen, was Jesus hier androht, aber wenn man diese Geschichte von den zwei Dienern sich anschaut, Folterknechte, Finsternis, das sind so Sachen, die nicht angenehm sind. Aber Jesus sagt nicht, dass Gott uns bestrafen wird, sondern Gott wird uns so behandeln, wie wir sind. Und deswegen muss man dieses Evangelium vom Ende lesen. Weil wenn du, also dieser Diener, der in der Mitte steht, also sagen wir Diener 1, das ist der, der 10.000 Talente Schulden hatte, und ein Talent, das sind 32 Kilo, ist nicht geschrieben, was es war, Gold oder Silber, aber das ist eine Menge, schon ein Talent, und 10.000 Talente, das ist echt viel. Also unvorstellbar viel. Und dieser Diener hat einen anderen, der mit ihm arbeitet, für denselben Herrn, also Diener 2. Und dieser zweite schuldet ihm 100 Denare. Ein Denar, das ist ein Tageslohn. Du kannst kurz mal hochrechnen, wie viel du im Jahr verdienst oder wie viel du im Jahr zur Verfügung hast. Dritteln, ungefähr so viel. Ist auch nicht wenig. Aber wenn man das gegenüber den 10.000 Talenten von was auch immer, Silber oder Gold, gegenüberstellt, ist es nichts. Und dieser Diener 1 hat ein hartes Herz, obwohl er Barmherzigkeit erfahren hat und will dem anderen nicht vergeben. Das Blöde dabei ist, was man sehr oft in dieser Geschichte überliest, was hat der Diener 1, also der mit diesen 10.000 Talenten Schulden, davon, wenn er den Diener 2 in den Knast bringt? Geld bekommt er dafür nicht zurück. Es bringt nichts. Und das ist die Situation, wenn ich unversöhnt bin. Wenn ich, also ich sage nicht vergeben kann, weil es gibt Situationen, wo man einfach nicht dazu fähig ist
Und Gott weiß um unser Herz. Er ist nicht unbarmherzig, auch in diesem Bereich. Sondern Situationen, wo du nicht vergeben willst, obwohl du könntest. Was hast du davon, wenn du nicht vergibst? Nichts. Nur Zorn und Groll, wie Jesus Zirach es in der ersten Lesung schreibt. Das sind die zwei Dinge, die da sind. Weil verletzt bist du vielleicht sowieso, aber Zorn und Groll sind zwei Dinge, die ab und zu dann aufsteigen in einem. Nicht vergeben wollen, das ist etwas, was mit der Nachfolge Christi unvereinbar ist. Es ist anders, wenn du nicht vergeben kannst, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn du nicht vergeben willst, das ist schon etwas, was du tust. Du kannst dich auch danach sehnen, dass du vergeben kannst. Das ist damit gemeint, es wollen. Es muss nicht geschehen gleich. Wir haben eine andere Perspektive. Wir haben die Ewigkeit vor uns. Also da gibt es genug Zeit, um das zu lernen, wie ich vergeben kann, obwohl ich es jetzt nicht kann. Aber dieser Wille, dass ich anderen vergebe, das sollte uns schon auszeichnen. Warum ich dieses Evangelium von hinten lese? Weil Barmherzigkeit in deinem Leben wirst du oft erfahren haben von anderen, wo du eine Schuld hast, in kleinen und in großen Sachen. Aber vielleicht wirst du auch so jemanden in deinem Leben haben, der dir nicht verzeihen will. Obwohl du alles gemacht hast, um dich mit dieser Person zu versöhnen. Aber diese Situation ist klar. Das ist nicht etwas, was du machen kannst. Du kannst nicht jemanden zwingen, dass er dir verzeiht. Du kannst ihn um Verzeihung bitten. Oder warten, dass dir jemand verzeiht. Aber das ist außerhalb deines Einflussbereiches. Du kannst es nicht jemandem vorschreiben, verzeih mir, sonst was. Aber worin wir uns üben können und müssen in der Nachfolge Christi, ist eben dieser Wille zur Verzeihung, dass ich immer wieder dazu bereit bin, immer wieder aufs Neue Verzeihung zu schenken. Wenn jemand darum bittet, und auch ungebeten. Deswegen diese Antwort an Petrus, wo Petrus fragt, muss ich 7-mal verzeihen? Und Jesus, 77-mal solltest du verzeihen. Ich habe mich gefragt, warum Petrus diese Frage überhaupt stellt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er irgendeinen um sich hatte, vielleicht war es einer der Apostel, der ihn echt genervt hat oder verletzt hat, eine Schuld auf sich geladen hat, Petrus gegenüber. Und du musst dir vorstellen, so ein Mensch, ne, vor Petrus, und der ist ziemlich lästig. Ne? Weil er bittet wahrscheinlich, vielleicht bittet er sogar um Verzeihung. Und Petrus will nicht. Es steht nicht im Evangelium so, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es ähnlich gewesen ist. Und ja, Petrus wollte wahrscheinlich auch dann sich vor Jesus ein bisschen rechtfertigen. Ja. Wie oft soll ich ihm verzeihen? 7-mal habe ich ihm schon verzeiht. Und er tut immer noch das Gleiche. Damit ist schon der Gerechtigkeit Genüge getan. Und Jesus sagt ihm, du, weiter so,
verzeih weiter. Du bist auf einem guten Weg. Also nicht sieben oder sieben, sondern 77 Mal. Das ist der Weg, den Jesus Petrus zeigt. Das ist auch der Weg, den Jesus dir und mir zeigt in dieser Stunde. Wir sind dazu berufen, zu vergeben. Diese Bereitschaft in uns zu pflegen. Besonders in Situationen, wo nach menschlichem Maßstab die Vergebung nicht möglich ist. Aber sich selber zu sagen, Herr, ich würde so gerne dieser Person vergeben. Was sie mir angetan ist schrecklich, hat mein ganzes Leben vielleicht gezeichnet. Aber ich würde gerne verzeihen können. Schenke du mir ein neues Herz. Das ist das, worum wir auch in der Eucharistie bitten. Wenn wir darum bitten, dass Gott die Gaben von Brot und Wein verwandelt, bitten wir auch darum, dass er uns verwandelt, wenn wir sein Leib und sein Blut zu uns nehmen. Die Eucharistie ist nicht etwas Belangloses. Das betrifft mein und dein Leben. Und ich lade dich dazu ein, wenn du in so einer Lage bist, dass du jemanden vielleicht hast, den du nicht verzeihen willst oder kannst, bitte in dieser Eucharistie darum, dass der Herr dir ein neues Herz schenkt, damit du ihm freien Herzens nachfolgen kannst, damit du diesem hohen Anspruch des Evangeliums gerecht wirst, damit du letzten Endes auch Frieden finden kannst. Das ist der Weg, den Jesus uns zeigt. Heute in diesem Evangelium, dass ich das, was ich lese, und vielleicht ist es auch etwas für dich.